Ich hatte gestern das Vorrecht, hier einen Workshop halten zu dürfen. Und ich glaube, da sind noch ein paar Sachen, die wir noch mal auspacken müssen. Zunächst einmal möchte ich euch, wie es so schön heißt, am Wort dienen. Das würde ich gerne machen. Ich möchte euch aufzeigen, was der Herr gesagt hat. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ich lese nach Hoffnung für alle. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Ich lese auch noch mal weiter, da hört es nicht auf. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn, ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Der Herr, euer Gott, wird euch nun in das Land bringen, das er euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Er wird euch dort große und schöne Städte geben, die ihr nicht erbaut habt, Häuser voller Güter, für die ihr nicht arbeiten musstet, Zisternen, die ihr nicht ausgehoben habt, und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Ihr werdet essen können, so viel ihr wollt. Aber achtet darauf, dass ihr den Herrn nicht vergesst, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Nur von ihm sollt ihr Ehrfurcht haben. Nur ihm dienen und nur bei seinem Namen schwören. Verehrt nicht die Götter eurer Nachbarvölker. Sonst wird der Herr, euer Gott, zornig und vernichtet euch. Denn er wohnt mitten unter euch. Und er duldet keinen anderen Gott neben sich. Fordert den Herrn, euren Gott, nicht heraus, wie ihr es in Massa getan habt. Beachtet genau seine Gebote, Weisungen und Ordnungen, tut, was in seinen Augen gut und gerecht ist, dann wird es euch gut gehen und ihr werdet das schöne Land in Besitz nehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Eure Feinde wird er vertreiben. So hat er es euch zugesagt. Später werden euch eure Kinder fragen, warum hat der Herr, unser Gott, euch all diese Gesetze, Weisungen und Ordnungen gegeben? Dann sollt ihr ihnen antworten. Früher mussten wir als Sklaven für den Pharao in Ägypten arbeiten. Aber der Herr hat uns mit starker Hand befreit. Vor unseren Augen hat er große Wunder getan und schreckliches Unglück über Ägypten den Pharao und seine Familie gebracht. Der Herr hat uns dort herausgeholt, um uns in das Land zu bringen, das er unseren Vorfahren versprochen hatte. Dann gab er uns all diese Ordnungen, damit wir uns daran halten und Ehrfurcht vor ihm haben. So wird er dafür sorgen, dass es uns gut geht und wir lange leben. Wenn wir alle diese Gebote befolgen, die uns der Herr, unser Gott, gegeben hat, können wir vor ihm bestehen. Unglaublich großzügig, was Gott uns gibt. Ein Land, Häuser, Wohlstand, zu essen und er vertreibt unsere Feinde. Das ist die Identität des Volkes Gottes, in der wir zu leben haben. Wenn wir ihn ehren, wenn wir ganz ihn an die erste Stelle setzen und seine Gebote befolgen. Nun wissen wir aus der Geschichte, das hat nicht funktioniert. Die Gesetze sind gut und richtig, aber sie sind offensichtlich nicht haltbar gewesen.
Wir haben nicht an Gottes Gerechtigkeit zu zweifeln, sondern an unserer Tugendhaftigkeit. Wir haben nicht an der Richtigkeit dessen, was Gott vorgesetzt hat, zu zweifeln, sondern an unserer Fähigkeit, Dinge umzusetzen, die Gott will, die es uns gut gehen lassen. Und dann macht Gott was ganz anderes. Ihr wisst es, Jesus ist gekommen, das einzig gerechte Lamm, das vor Gott akzeptiert werden kann, um die Sünden aller Menschen zu tilgen. Und das gilt, dieses Opfer, ein für alle Mal, damit wir zu Gott kommen und endlich das leben, was den Israeliten verheißen war. Und es ist eine neue Zeit angebrochen, die eigentlich die Ordnungen, die Rituale abgeschafft hat, die es gab, um zu Gott zu kommen. Und ich leide auch darunter, dass wir es immer wieder schaffen, neue Ordnungen, neue Gesetze zu erfinden, wie wir etwas tun könnten, um in die sogenannte Gegenwart Gottes zu kommen, um ihn anzubeten oder so etwas. Ich habe größte Bedenken, dass wir von der falschen Seite des Pferdes oder von einer Seite herunterfallen, weil Jesus gekommen ist, um alles neu zu machen, um uns in uns eine neue Schöpfung zu bewirken und um in uns etwas zu schaffen, was es im alten Bund schon in einer Andeutung gegeben hat. Es war die Hütte Davids. Die Hütte Davids war der Ausdruck eines permanenten Gebetes vor Gott. Eine institutionalisierte Einrichtung, in der aber Gott angebetet wurde. Und der Herr sagt, er will diese verfallene Hütte Davids, die hat es leider auch nicht überlebt über die Jahrhunderte, die will er wieder aufbauen. In jener Zeit. Diese Zeit ist jetzt, das wissen wir. Und jetzt erleben wir immer wieder, und bitte versteht das nicht falsch, da kommen Leute und sagen, okay, wir müssen jetzt 24-Stunden-Gebet machen, wir müssen ein Haus gründen, Leute sammeln, die müssen musikalisch ausgebildet werden. Das ist nicht gemeint. Wir haben immer wieder auch prophetisch gelesen, ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben in jener Zeit. Der eine muss nicht mehr dem anderen sagen, hey, erkenne den Herrn, sondern ich will meinen Geist in ihr Herz geben. Und worum es Gott geht, ist nicht Anbetung. Das hat er genug im Himmel. Das braucht er nicht. Was er möchte, ist unser Herz. Er möchte nichts anderes, als dass wir ein Tempel des lebendigen Gottes sind, in unserer Identität, mit jedem Schritt, den wir tun. Und wenn wir jetzt dieses alte Ding hier nochmal ausgraben, was schreibt er denn zu den Gesetzen? Und wir haben viel mehr als Gesetze, weil wir den Geist in uns tragen. Da steht nämlich, prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder ob ihr aufsteht. Anbetung ist immer. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Es geht nicht darum, dass wir etwas tun, dass wir etwas lernen, wie es denn funktioniert. Und dieses 24-Stunden-Gebet, das sind wir. Das ist nicht wieder ein neuer Ort, den wir noch erfinden müssten. Ich habe wirklich nichts dagegen. Ich habe großen Respekt vor all den Einrichtungen, die gemacht werden, wo Menschen sich treffen, wo eine Anbetung vor dem Herrn praktiziert wird mit Musik, mit prophetischen Eindrücken, mit Proklamationen, mit Fürbitte, mit einem Herz der Hingabe, wo Menschen hinkommen, ihren Impulsen folgend, das ausdrücken können, was der Heilige Geist ihnen eingibt. Und ich glaube, so ein Ort ist ja auch hier. Aber das ist virtuell, das ist ein Setting. Das ist nicht das Leben, das ist nicht das, wovon einer zum anderen Event hoppen muss, um mal wieder aufgepusht zu werden. Sondern hier ist die Proklamation dessen, dass wir 24 Stunden Gebet sind. Hier ist die Proklamation dessen, dass der Strom Gottes von unseren Leibern, die Tempel des Heiligen Geistes sind, fließen wird. Der Strom kommt nicht irgendwie über uns. Der ist in uns und fließt aus uns.
Gott hat uns als Menschen gesetzt, um in uns zu wohnen. Gott sucht nicht Anbetung. Gott sucht Herzen. Gott sucht Gemeinschaft. Alles, was wir tun, ist Anbetung. Es ist gar nicht anders möglich. Es ist gar nicht anders möglich, als dass wir als erneuerte Menschen anbeten. Denn das, was wir tun, unser Leben, sei ein Gottesdienst. Betet ohne Unterlass. Ja, wie geht das denn? Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir wissen noch nicht mal, was wir beten sollen. Wir haben es nicht drauf. Und selbst wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann betet der Heilige Geist in uns mit unaussprechlichem Seufzen. So einen Gott haben wir, der sich in Menschen manifestiert. Es muss Schluss sein mit den Wegen, die wir zu gehen haben. Es muss Schluss sein. Wir sind eine neue Identität. In dem Moment, in genau dem Moment, als wir gesagt haben, Jesus, ich vertraue dir, denen gab er das Recht und die Macht, Gottes Kinder zu sein. Denen, keinen anderen und keinen, die es schon immer wussten, die alles wussten, wie es richtig geht. Den Pharisäern gab es dieses Recht nicht. Für die gab es dieses Recht nicht. Nur wer Jesus geglaubt hat, ihm vertraut hat, alle seine Belange zurückgestellt hat und gesagt hat, ja, du bist der Sohn Gottes. Ich vertraue, dass deine Gerechtigkeit meine Schuld besiegelt, zudeckt. Ich vertraue dir mein Leben an. Wer das gesagt hat, ist Tempel des Heiligen Geistes. Ich möchte als Abschluss eine ziemlich anstößige Geschichte erzählen, die wir alle schon gelesen haben und nicht verstanden haben, größtenteils. Weil man kann das in zwei Weisen missverstehen und ich lese es euch einfach mal vor. Wir kennen übrigens auch ein paar andere Stellen, die so ähnlich sind, aber das ist hier nicht gemeint. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich an den Tisch. Da kam eine Dirne herein, die in dieser Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei Simon eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Glas mit wertvollem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet Gottes wäre, müsste er doch wissen, was das für eine Frau ist. Simon, ich will dir was erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Meister, antwortete Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 5000 Mark, der andere oder Euro, der andere 500. Weil sie aber zum festgesetzten Termin das Geld nicht zurückbezahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Wissen wir alle die Antwort, ne? Kann ich ja glatt überblättern hier. Und dann sagt Jesus, ja klar, du hast recht. Dann blickte er die Frau an und sagte, sieh diese Frau, Simon. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Bruderkuss begrüßt, aber diese Frau hat immer wieder meine Füße geküsst. Du
hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße ausgegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Ist vergeben. Sonst hätte sie mir nicht so viel Liebe zeigen können. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander. Was ist das nur für ein Mensch? Kann der denn Sünden vergeben? Doch Jesus sagte noch einmal zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Nochmal, dein Glaube hat dich gerettet. Was hat er gesagt? Dein Glaube hat dich gerettet. Und dann sagt er, geh hin in Frieden. Das ist Status quo. Wir glauben, wir vertrauen ihm. Und wenn wir etwas lernen können über Anbetung, wenn es denn so etwas gäbe, als ob man etwas lernen könnte über Anbetung, wenn wir wissen wollen, was es heißt, in der Identität des Anbeters als Tempel des Heiligen Geistes zu leben, dann lernen wir das von dieser Frau. Sie wusste, ihr ist vergeben. Und gegen jede Konvention, gegen alle frommen Rituale, gegen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen kommt diese Prostituierte und geht zu Jesus und schmeißt sich dahin und weint und gießt ein kostbares Öl über seine Füße. Füße. Völlig ignorierend, was andere denken. Völlig ignorierend, was dran ist. Das passte nicht ins Konzept. Da war eine nette Männerrunde. Da hat Jesus Geschichten erzählt und er war halt beim Pharisäer Simon halt eingeladen, wie das immer so üblich war, so ein kleines theologisches Gespräch. Und dann platzt diese Frau da rein. Und wenn wir nicht verstehen, dass das Anbetung ist, dann haben wir gar nichts verstanden. Wenn wir nicht verstehen, dass Anbetung anstößig ist, dass sie immer echt ist, dass sie immer aus der Liebe zu Gott geprägt sein muss und dass es nichts ist, das man lernen kann, sondern mit unserem Herzen zu tun hat, dann haben wir nichts verstanden. Dann sind wir noch lange nicht an dem Ding. Und ich möchte es jetzt nochmal umdrehen. Wenn wir glauben, nur das sei charismatische Anbetung, dass wir besonders anders sind, dass wir besonders provokativ sind, besonders exzentrisch und hier mal alles rauslassen, dann sind wir auch schief gewickelt. Der Vater sagt, ich kann das gar nicht hören, das Geplärr eurer Lieder. Ich kann das gar nicht hören. Ich will das gar nicht. Ich will das nicht hören. Hört auf, denn euer Herz ist fern von mir. Ihr habt die Witwen und die Waisen bedrängt. Ihr habt ihnen nicht das gegeben, was ihr solltet. Ich habe gestern gebracht diese Story mit dem Saul, der eigentlich die Amalekiter umbringen sollte mit Mann und Maus, es aber nicht gemacht hat, aus Menschenfurcht und auch um anzubeten, weil das beste Vieh wurde dann für das Opfer vielleicht nochmal verwendet. Er hat gesagt, heute setze ich dich als König ab. Du hast mein Gebot nicht geachtet. Hey, Anbetung ist nicht das, was wir tun sollen. Gott möchte ein gehorsames Herz, ein hingegebenes Herz. Der Saul wollte anbeten mit dem, eigentlich sollte er die Tiere umbringen, schlachten und er hat sie fürs Opfer, um anzubeten, reserviert, zurückgehalten und hat damit Gottes Plan ausgehebelt. Und er hat sich noch nichts dabei gedacht. Der hat gesagt, ich habe doch alles richtig gemacht. Sogar das beste Vieh habe ich übrig gelassen, um es dem Herrn zu bringen. Vergesst es mit Anbetung. Echt, vergesst es. Anbetung ist der natürliche Ausfluss dessen, was ihr seid. Es wird nicht gemacht. Es braucht auch nicht so ein frommes, charismatisches Dach hier, damit man sich mal gehen lässt.
Aber ich sag euch, wenn wir es umgekehrt auch nicht tun, ist es auch Sünde. Wenn der Herr dir heute etwas zeigt, etwas zu sein und daraus zu tun, dann gib dem Raum, halt es nicht zurück. Aber weh dir, wenn du etwas tust, was irgendjemand dir vorgibt, weil du es tun sollst, weil es dran ist, zu sein scheint, schick ist oder weil es alle anderen auch machen. Worum es geht, ist Gehorsam. Und Gehorsam ist besser als Opfer. Und Gehorsam war schon im alten Bund die Basis für die Verheißungen, die Gott geben wollte, dieses tolle Land. Aber wir haben es nicht hingekriegt und wir können alle, wie wir hier sitzen, sagen, ja, wir kriegen es auch nicht hin. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Herr wohnt in uns. Und das ist so tröstlich. Das ist so einfach. Es ist so revolutionär. Es ist so anders. Doch Jesus sagte noch einmal, vielleicht brauchst du es heute noch einmal. Jesus sagte noch einmal zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Sei der, zu dem du berufen bist. Sei Tempel des Heiligen Geistes. Tags wie nachts, wenn du dich bettest, wenn früher das Gesetz überall sein wollte, so ist es heute deine Identität als Anbeter. Du bist der Tempel. Ich glaube, dass wir in diesem Bewusstsein in diesem Bewusstsein zu Gott kommen sollten. Ich weiß nicht, wen es von uns betrifft. Ich war heute Morgen sehr angesprochen, das sagen zu müssen. Vielleicht gibt es doch den einen oder anderen hier, der in dem Wunsch, es richtig zu machen, dieses Ding hier nicht beachtet hat, dass es um unser Herz geht. Wie mache ich das denn richtig hier? Wie mache ich es denn richtig? Jesus möchte einfach, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Er schenkt sich selbst vorbehaltlos und so dürfen wir uns ihm vorbehaltlos auch schenken. Es gibt keine Vorbedingungen. Du kannst kommen, wie du bist, aber verstell dich nicht. Versuch nicht so zu sein wie die Pharisäer, die das Ganze beäugen, bekritteln. Ihr Lieben, ich wünsche uns, dass wir noch mal eine kurze Zeit haben mit dem Herrn, wo wir das noch mal abklopfen. Und ich möchte euch auch nicht auffordern, irgendwas jetzt zu machen. Also da nach vorne kommen und Gebet und ihr kennt das alles. Das braucht ihr nicht. Hey, das braucht ihr nicht. Ihr braucht nicht hier den Gebetstunnel, um gesegnet zu werden. Ich finde das cool, dass wir das machen. Wir brauchen auch nicht die Instrumente, um in Stimmung zu kommen. Aber weil wir Tempel sind, spielen wir Instrumente. Und weil wir Tempel sind, wird das so gigantisch und so vielseitig und so ein Freudenfest der Kinder Gottes. Und deswegen, was wir jetzt tun, macht jeder mit seinem Herrn aus. Ich denke, wir nehmen uns mal eine Zeit und geben Jesus unser Herz, wenn es ihm noch nicht ganz gehört.